Und herzlich willkommen zurück zu The Whispered World. Und während gerade die letzte Aufnahme gerendert hat, ist mir so in den Sinn gekommen, wir haben ja mit der Perlenpresse gerade was versucht. Und zwar die Zahnräder, ich hatte das versucht mit der Zahn, die Zahnräder zu schweißen, weil wir die ja nicht so im Rucksack kombinieren können. Und soweit ich weiß, hat Bando doch eigentlich noch einen Schraubstock, oder? Jawohl, der hat noch einen Schraubstock. Können wir da jetzt eventuell die Zahnräder einfach reinlegen? Wieso geht da das Licht an? Ja, okay. Auf jeden Fall funktioniert das. Nein, das Zahnrad wie ich. Okay. Benutzen. Oh, okay, gut. Ja, es braucht ja schon Hitze eigentlich, um so ein Zahnrad kaputt ganz zu machen wieder. Wir haben doch Hitze. Moment, wir haben Hitze, wir haben Hitze, wir haben Hitze. Hitze, Hitze, Hitze. Hey Spot, ich hab da so eine Idee. Komm mal her. Was denn? Befehlsverweigerung? Na warte. Geht das nicht? Hä? Oh, okay, gut. Ging doch. Na, dann wollen wir doch mal sehen. Ach so, okay, dann muss ich. Geh mal aus dem Weg. Wo ist jetzt mein Zahnrad? Das geht nicht. Zu groß, okay, das geht auch nicht. Ebenfalls zu groß. Auch zu groß. Ah, okay. Dann kommt das da rein. Auch nicht. Ah, das ist noch ein kleines, okay. Dann kommt das da rein. Nicht? Mein Gott, mach's mir nicht so schwer. Und das. Wow, ah. Geschafft. Tudum. Oh. Oh. Ganz viele Kerzen. Hier erstmal zum Fass. Guck mal auf noch einen Teil der Insel. Aha. Ein Fass. Nichts weiter. Na na? Ja, genau. Lecker. Regenwasser. Miam. Leer. Regenwasser. Miam. Leer. Hä? Durchgang verboten, Zutritt untersagt, kein Schritt weiter, Sperrgebiet, draußen bleiben, Yaki-Gebiet. Durchgang verboten, Zutritt, Sperrgebiet. Okay, kämmer. Ich lasse die Schilder liegen. Irgendwem scheint offenbar sehr viel daran gelegen zu sein, dass sie hier stehen. Na, dann gehen wir mal ins Haus rein, bevor wir dahinter gehen, ins Yaki-Gebiet. Und schauen mal, wer uns da wartet. Hallo? Ah, komm rein, komm rein. Aha, der Mönch.
Für das Bett eines Eremiten sieht es ganz schön bequem aus. Warum schläfst du um diese Uhrzeit eigentlich noch nicht? Dieses Rätsel hier lässt mir keine Ruhe. Ich frage mich ständig, ob ich nicht irgendetwas übersehen habe. Bist du müde, kleiner Mann? Nicht wirklich. Ich leide unter massiven Schlafstörungen. Warum machst du dich dann an meinem Bett zu schaffen? Schon gut, dann halt nicht. Gläser. Mulachai scheint in seiner Küche nur das Allernötigste zu haben. Immer noch besser als bei Opa, der nur das Allerunnötigste hat. Darf ich hiervon etwas probieren? Nein, es reicht gerade mal eben für mich selbst. Ich habe nicht häufig Besuch. Frag dich mal, warum. Kann ich mir eines von deinen Gläsern mitnehmen? Das geht leider nicht. Ich besitze nicht viel. Ich habe nichts, was ich entbehren könnte. Töpfe? Mulachai scheint in seiner Küche nur das aller... immer noch... Darf ich hiervon etwas... Nein, ich habe nicht... Frag dich... Okay, das ist immer dasselbe, okay. Eine Kerze. Das ist eine von Mulachais Kerzen. Sie ist noch unbenutzt. Kann ich mir diese Kerze ausleihen? Ja, nimm sie ruhig. Jeder braucht ein Licht, das ihn im Dunkeln leitet. Und es ist gerade ziemlich dunkel. Okay, gut, da haben wir eine Kerze. Na dann, Mulachai, zeig mal. Er ist in sein Spiel vertieft. Oh. Nett hast du's hier. Danke. Ich lebe gerne allein. Oh, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Einsamkeit ist ein wahrer Segen. Ganz meine Meinung. Aber du wiederholst dich irgendwie. Ich will mit dir über Kalida reden. Was willst du wissen? Ich habe vor, Kalida zu wecken. Das wäre sehr unklug. Einfach nur, das wäre unklug? Gibt es dafür vielleicht auch eine Begründung? Keine, die dir gefällt. Keine, die dir gefällt? Eine Frage noch. Würde mir die Begründung tatsächlich noch weniger gefallen, als keine zu bekommen? Ich kann es mir nämlich kaum vorstellen. Du bist voller Fragen. Und wenn du die Antworten nicht akzeptieren willst, dann wird das auch immer so bleiben. Wo finde ich Kalida denn jetzt? Kalida ist immer unter uns. Wirklich? Schade, dass ich meine Schaufel verloren habe. Ist es wirklich zu viel verlangt, ein einziges Mal eine klare Auskunft zu bekommen? Vielleicht fragst du nur nicht die richtigen Fragen. Wie wäre es mit, wann hörst du endlich auf, um den heißen Brei herumzureden? Wie meintest du das vorhin? Ich habe Kalida gefunden? Ich bin jetzt ein Teil von ihr? Ich meinte es, wie ich es gesagt habe. Also arrogant und unpräzise. Wenn das dein Eindruck war... Genug von Kalida. Wie du willst. Was hältst du von Ruben? Er ist ein Narr. Er denkt, er kann alles so lassen, wie es ist, indem er keinen Finger mehr rührt. Es scheint eine gute Taktik zu sein. Es ist ein Irrtum. Nichts steht still. Alles bewegt sich. Und das ist gut so. Das würdest du nicht sagen, wenn du wüsstest, was ich weiß. Hm? Ach, nichts. Was sollen all die Kerzen? Das ist mein Beitrag zum Gleichgewicht auf dieser Insel. Alles hat Einfluss aufeinander. Das Licht der Kerzen hält die 5 Yakis fern, die auf dieser Insel leben. Es heißt, sobald die 5 im Dunkeln mit den 5 anderen zusammentreffen, beginnen sie ihre Wanderschaft. Die 5 anderen? So heißt es. Ja. Gemeinsam führt sie ihr Weg dann quer über die Insel zum Steg, wo sie ihr trauriges Lied singen. Durch ihr Lied würde aber Kalida geweckt werden, was fürchterliche Konsequenzen hätte. Darum achte ich darauf, dass die Kerzen nicht vom Wind ausgeweht werden. Die Kerzen verhindern also, dass die Yakis Kalida aufwecken? Kurz gesagt, ja. Kannst du das mit den Kerzen nicht einfach bleiben lassen? Nein. Nein? Ach komm schon! Es ist wichtig! Wir könnten alle sterben! Nur Stillstand ist der Tod. Merk dir das. Es gibt keine Balance ohne Bewegung. Ach, das ist doch alles nur Gewäsch! Ich rede hier von einer tatsächlichen Bedrohung! Es ist kein Gewäsch. Eher ein Naturgesetz.
keine Balance ohne Bewegung. Es ist wie in diesem Schachspiel hier. Und wenn ich dir das Gegenteil beweise? Ich habe dir gesagt, dass es unmöglich ist. Was willst du also beweisen? Was spielst du da? Das ist ein Rätsel. Oh, ein Rätsel. Vielleicht kann ich helfen. Ich bin gut in Rätseln. Worum geht es? Ist das eine Art Damenspiel? Das Problem ist eher philosophischer Natur und es ist lehrreich. Das Rätsel lehrt uns, dass es nicht möglich ist, ein vollkommenes Gleichgewicht zu schaffen. Alles muss immer in Bewegung bleiben. Ach ja? Das wollen wir doch mal sehen. Du kannst es gerne versuchen, aber es ist zwecklos. Also, was muss ich machen? Die Damen können waagerecht und diagonal ziehen, wie beim Schach. Sie müssten am Ende so stehen, dass sie sich nicht gegenseitig schlagen können. Aber bemühe dich nicht. Gleichgewicht ohne Bewegung, so etwas ist unmöglich. Na, das wollen wir doch mal sehen. Das sollte doch theoretisch ziemlich einfach sein. Moment. Wir nehmen die und setzen die da hin. Dann setzen wir die dahin. Und setzen die dahin. Okay, jetzt setzen die sich im Weg. Dann nehmen wir mal die. Dann nehme ich die. Stellt sich mit dem im Weg, okay. Jetzt steht sich. Ach, die beiden. Ach, was habe ich da gemacht? Moment, ich muss ganz kurz. Ui, da muss ich mal ganz kurz niesen. Das ist gar nicht so einfach. Das passt. Das passt. Die muss da stehen. Gut, muss da vielleicht nicht. Stelle ich die dahin und. Ah, das ist doch komplizierter als ich dachte. Nein, wieso? Stellen wir die halt hier hin und stellen die hier hin. Bah, ich kriege halt zu viel. Oh, verdammt. Ich habe das schon mal gespielt. Ich habe ja damals mal Schach gespielt gehabt. Da habe ich so die Aufgabe schon mal gemacht gehabt. Da habe ich es aber damals eigentlich hingekriegt. So, wenn ich jetzt hier. Den müsste ich, sagen wir mal, da hinstellen. Dann stelle ich den hier hin. Den könnte ich hier hinstellen. Den hier hin. Jetzt stehen nur noch die beiden sich im Weg. Okay.
Ach, verdammt. Wenn ich das so mache... Dann noch die beiden vertausche. Und dann noch die beiden vertausche. Aber ich krieg schon zu viel. Ja. Ich krieg ja gleich die Krise. Vielleicht, wenn ich den hier herstelle und den... Jetzt steht der wieder falsch. Stell ich den hier her, stell ich den hier her, stell ich den dahin. Ist ja okay. Hey, ich glaube, ich habe es geschafft. Die Damen können sich nicht mehr gegenseitig schlagen. Tatsächlich. Das ist bemerkenswert. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Tja, du bist nicht der Erste, der mich unterschätzt. Du hast mir ein neues, weitaus schwierigeres Rätsel aufgegeben, junger Mann. Ist am Ende so etwas wie eine Balance durch Stillstand doch denkbar? Ich werde wohl mein Werk auf dieser Insel überdenken müssen. Das heißt, du wirst keine mysteriösen Reden mehr schwingen? Ich werde vor allem erst einmal keine Kerzen mehr anzünden. Wer bin ich auch, dass ich besser wüsste als der Wind, wann ein Licht lange genug gebrannt hat? Ein Nichts. Entschuldigung, das ist mir so rausgerutscht. Na dann können wir jetzt rausgehen und die Kerzen ausmachen. Hier noch aus. Oh, aber dann machen wir es in der nächsten Folge, merke ich gerade. Denn, obwohl, komm, jetzt machen wir es zu Ende schnell. Wir brennen jetzt die Kerzen aus. Und dann... begebe ich mich zur Aufnahmepause und führe mein Werk dann gleich fort. So. Und die da noch aus. Menü? Was bist du denn? Ne, das wird man nächste Folge raus. Na okay, bis dann, tschüss!